Es übersetzt Moritz Lindner von der Arbeitsgruppe für Retinaphysiologie und Gentherapie an der Universität Marburg. Choroideremie. Ich bin Ian McDonald und freue mich, Ihnen diese Informationen über die Choroidemie-Stiftung zur Verfügung stellen zu können. Choroidemie ist eine langsam fortschreitende vererbte Netzhautdystrophie. Sie ist selten und betrifft etwa 1 von 50.000 Menschen in der Allgemeinbevölkerung. Sie wird durch Funktionsverlustmutationen im Choroidemie-Gen verursacht. Sie wird X-chromosomal rezessiv vererbt, das heißt, sie betrifft hauptsächlich Männer, kann aber manchmal auch Trägerinnen betreffen. Sie ist für etwa 4% aller Erblindungen verantwortlich. Ein klassischer Verlauf der Choroidemie bei einem betroffenen Mann ist auf den Bildern zu sehen. Links ist ein Jugendlicher mit Choroidemie zu sehen, der bereits seit früher Kindheit an Nachtblindheit leidet und dessen Augenhintergrund ein fleckiges Aussehen aufweist. Im Laufe der Zeit, etwa im dritten Lebensjahrzehnt, kann es zu fortschreitender Verengung des Gesichtsfelds kommen und es kann Bereiche geben, in denen die Pigmentschicht im hinteren Teil des Auges fehlt. Siehe schwarzer Pfeil. Im nächsten Bild sehen Sie einen Patienten um die 40, bei dem die tiefen Aderhautgefäße um einen kleinen Bereich der verbleibenden Netzhaut in der Makula deutlich zu erkennen sind. Ganz rechts ist ein Mensch im späten Erwachsenenalter, um die 60 oder 70 zu sehen, der vermutlich noch einen kleinen Fleck funktionstüchtiger Netzhaut im zentralen Bereich der Makula hat. Frühes Krankheitsstadium. Wie Sie auf diesem Bild des Frühstadiums im Vergleich zum normalen Augenhintergrund sehen können, kommt es zu einer Veränderung des retinalen Pigmentepithels. Es gibt Bereiche, in denen die Pigmentschicht transparenter ist, sodass man die tiefen Blutgefäße in der Aderhaut sehen kann, dargestellt durch den weißen Pfeil. Mittleres Stadium. Vom Frühstadium der Choroidemie bis zum mittleren Stadium verändert sich die Pigmentschicht. Im peripheren Teil des Augenhintergrundes kann sie ganz fehlen, was hier durch den schwarzen Pfeil angezeigt wird. Die Pigmentschicht ist nur im zentralen Bereich erhalten, in der Makula, wie Sie im Bild rechts durch den weißen Kreis umrissen sehen können. Spätes Stadium. Die weißliche Sklera wird nun sichtbar und es kommt zu einer ausgedehnten Atrophie der Choriocapillaris. Es kann zu einer Verschlechterung der Sehfunktion mit Schwierigkeiten beim Nachtsehen kommen. Im Allgemeinen ist dies nach dem 50. Lebensjahr der Fall. Weibliche Trägerinnen. In seltenen Fällen können auch Trägerinnen schwere Symptome aufweisen, die denen eines betroffenen Mannes ähneln. Trägerinnen mit Augenbefund. Rechts ist eine Trägerin im Vergleich zu einem normalen Augenhintergrund links zu sehen. Sie können das Netzhautbild im Querschnitt, eine sogenannte optische Kohärenztomographie, links darunter sehen. Vergleichen Sie es mit dem Bild der Choroidemieträgerin rechts. Sie können sehen, dass die zentrale Netzhaut deutlich ausgedünnt ist, wie es auf der Fundusfotografie und der optischen Kohärenztomographie jeweils mit dem weißen Pfeil markiert ist. Augenhintergrund einer Trägerin. Der Augenhintergrund einer weiblichen Trägerin auf der linken Seite als Farbbild und rechts im Autofluoreszenzbild zeigt die Fleckenbildung in der Pigmentepithelschicht, die eine Verschlechterung ihres Zustandes darstellt. Der weiße Pfeil zeigt auf einen Bereich, wo dieses fleckige Erscheinungsbild gut zu erkennen ist. Die Differentialdiagnose von Choroideremie und Retinitis pigmentosa. Die Choroidemie wird X-chromosomal rezessiv vererbt. Retinitis pigmentosa kann dominant oder rezessiv, nicht geschlechtsgebunden und ebenfalls X-chromosomal vererbt werden. Choroidemie wird durch Mutation oder Variation im Choroidemie-Gen verursacht, während Retinitis pigmentosa durch Mutation in mehr als 60 verschiedenen Genen, aber nicht im Choroidemie-Gen, verursacht wird. Choroidemie betrifft vor allem Männer, während Retinitis pigmentosa sowohl Männer als auch Frauen betrifft. Wie Sie sehen können, sind die Symptome bei beiden ähnlich. Und Elektroretinographiebefunde zeigen die gleichen Probleme beim Sehen von Licht im Dunkeln. Sie können im Spätstadium nicht mehr detektiert werden. Die OCT-Befunde sind bei beiden Erkrankungen ebenfalls ähnlich und zeigen eine Ausdehnung der Netzhaut, einen Verlust von Photorezeptoren des retinalen Pigmentepithels und den Erhalt der inneren Netzhautschicht und in einigen Fällen die Ausbildung äußerer retinaler Tubulationen. Netzhautbefunde bei Retinitis pigmentosa und Choroidermie. Hier sehen Sie nun Netzhautbefunde bei Retinitis pigmentosa, die sich von denen der Choroidermie in den Spätstadien unterscheiden. Man kann erkennen, dass der Sehnerv am weißen Pfeil viel blasser ist und bei Retinitis pigmentosa ein wachsartiges Aussehen hat, was bei Choroidermie nicht der Fall ist. Auch die Blutgefäße, die mit den schwarzen Pfeilen hier markiert sind, sind bei Retinitis pigmentosa viel dünner als bei Choroidermie. Schließlich gibt es Bereiche mit pigmentierten Knochenbällchen, hier gelb markiert,
die bei Retinitis pigmentosa zahlreicher zu sehen sind als bei der Choroidemie. Und schließlich ist auch das zystoide Makuloidem bei Retinitis pigmentosa häufiger als bei der Choroidemie. Sie haben die Diagnose Choroidemie bekommen, wenn Sie bei einer klinischen Untersuchung mit Choroidemie diagnostiziert worden sind, können Sie über Mittel der Stiftung kostenlose Gentests durchführen lassen. Informationen dazu gibt es unter curechm.org, curechm.org.